Unser Mr. Bohrer steht da. Wir haben den Bohrer ja kaputt. Guck mal, wie schräg das alles ist. Guck mal. Alles kaputt gegangen. Der ganze Bohrgestänge kaputt. Ach so, da. Alles kaputt. Ja, alles gut. So, wir öffnen die Türen. Wir gehen jetzt zum Pentagon-Server. Wollte ich schon immer mal wissen, wie ein Pentagon-Server aussieht und hinter was für die Türen so ein Ding liegt. Weil da ist alles gespeichert. Alles. Alles. Selbst wenn ihr irgendwas Verbotenes gemacht habt, ist es da gespeichert. Genau. Zack. So, und um da hinzukommen, da müssen wir durch diese Tür. Da steht Quarantäne. Vorher. Oh, da ist noch was. Können Sie das Lied noch mal singen mit dem Bora Bora? Hier ist eine Gitarre, Herr Hobbs. Können Sie mal einfach so. Wieso hüpf? Ach so, hüpf. Das erinnert mich an was. Ich möchte eigentlich gar nicht hier durchgehen, weil das macht garantiert wieder piep, piep. Ja, hier gehen Sie durch. Gucken Sie mal hier. Hier durch? Greening? Nee, da müssen Sie nicht durch. Da müssen Sie wahnsinnig. Geh mal hier. Einser macht piep. Aber kommen Sie mal her, wir kriegen hier ein bisschen Blutplasma gespritzt, intravenös hier den Impfstoff. Legen Sie sich mal aufs Bettchen hier. Ach, ja, sicher. Was aber? Ah, stellen Sie sich in die Mülltonne. Genau. Oder hier oben. Sie kriegen das oberste Bettchen. Gucken Sie mal hier. Hier. Da dürfen Sie sich hinstellen. Und dann dürfen Sie. Will nicht. Solltest vielleicht. Ja, aber das den Deckung, verdammt nochmal. Hier, das sind doch unsere Helden. Da müssen wir erstmal. Adieu. Haben sie auch schon? Ja. Wenn du deinen Arsch nicht langsam hinbewegst, ne? Oh, das sind ja Feinde. Aber Hauptsache, du musst Zeug labern. Ich geh mal hinter dem Bettchen. Scheiße, ist aber eine blöde Situation hier. Warum sagen sie denn nicht? Nein, weil mir der Sack geht. Entschuldigung, was ist der? Was sind sie denn jetzt? Was sind sie denn jetzt so? Weil sie wieder rumtrödeln. Oh. Hat sich da doch von Bora Bora? Naja, Bora Bora. Entdeckt. Ein elektronisches Schloss hat er entdeckt. Ein Bohrerschloss? Jetzt fängt er wieder an. Ich mach jetzt mein Geschütz kaputt. Ich hoffe, das war kein Fehler. Kein falscher. Die reden immer. Sie reden immer ein dummes Zeug. Aber typisch für Miris, glaube ich. Was ist denn jetzt für ein Geräusch? Was? Alles gut, Herr Stabs. Ja? Was denn? Ja. So, ich bin jetzt hier am Server und ich könnte, wenn ich das irgendwie macht, könnte ich hier das Ding aufmachen. Weil wir haben einen Department-Lockdown. Ja. Soll ich mal hier aufmachen, ja? Soll ich? Ich mach jetzt hier auf. Was halten Sie? Ja, mach mal. Ich hab die Macht. Ja, mach mal. Okay, dann mach ich jetzt mal auf. Suche im System nach Zugangscodes. Ich hören Sie ja jetzt auf meiner Tastatur. Ich nehme Besuch. Danke, ist abgeriegelt. Ja, bleib mal ruhig, Kollege. Scheiße, Mann, ein Rolli. Lebensraumsperre aufgehoben. 10 Sekunden. Oben sind welche. Aua.
Infizierung erfolgreich. Zugriff gewährt. Ja, mein... Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Penner! Oh, die haben unten zwei Schaden. Einer hat es gelassen. Weiter geht's. Wir müssen den Server erweitern. Komm her, du. Posten. Warten Sie mal, da liegt noch was. Und mein Geschütz, hier liegt da auch noch was. Hier noch was. Oh, da war ein Medikett. Wo war denn da hinten nicht noch ein Medikett? Ich hole mir noch eins. Oh, Mann, ey. Meine Mama hat immer gesagt, geh nicht ohne Medikett. Vor allen Dingen Medikett. Ja, das ist die medizinische Katze. Die hilft ihm immer. So, jetzt dürfen wir. Der Kontakt zum Atrium ist weg. Verriegelt alles. Bravo, One-Niner. Sichere den Kriegshaus. Bravo, One-Six. Begebt euch zum Server-Cluster. Roger. One-Six auf dem Weg zum Server-Cluster. So. Müssen Sie immer auf dem Tisch stehen? Ich wollte eigentlich hinternehmen. Carefully, I am Officer. Emergency Team Officer. So. Also, guten Tag. Kann ich Ihnen vielleicht helfen, junger Mann? Bitte nicht hinter die Absperrung, bitte vor die Absperrung. Was ist denn hier los, Mensch, Leute? Was ist hier? Ah, hier steht der Adler. I'm the President of the United States. Ja. Was? Es ist für mich ja, ich meine, ich bin ja politisch, ne, eigentlich ist das ja so, aber entweder wählt man einen, der eine total bescheuerte Frisur hat, ja, oder einen alten Sack. Weil der Nachfolger ist ein alter Sack. Wie alt ist der? Dazu mal nix. Ich kenne mich nicht aus. Ich liebe Amerika. Jawohl. Oh, Tag! Aua! Elektronisches Gerät erkannt. Was ist denn mit euch los? DC-62 oder was? Mann am Boden, ja, das kannst du doch mal glauben. Noch ein bisschen. Lass mal nach. Davon habe ich noch. Ja, warte, ich habe auch mehr. Warte. Ich weiß nicht. Ob wir den China ja auch töten können? Okay, weiter geht's. Du musst doch nicht für jeden Scheiß immer deinen Geschütz dahinstellen. Für jeden Scheiß. Oh, hier ist nicht was. Kommen Sie mal. Glaubst du, das funktioniert wirklich? Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ja. Dann hätte ich mich in Shenandoah vergraben und gewartet. Ob das Filme über Jack Reacher sind? Hast du das echt überlegt? Klar. Meinen Sie? Strafbares Gerät, haben Sie schon genommen? Also, ich wäre hingegangen. Du wieder. Jack Reacher, der war auch im Pentagon. Weiß nicht, ob der im Pentagon war. War er. Zumindest eine Folge. So. Oh, geil. Humanitäre Hilfe. Boah. Diese Bilder. Hier erstmal. Gucken Sie mal hier, der Bau. Simulator. Warum machen Sie das jetzt? Deswegen. Ach so, er hier. Okay, dann müssen wir hier gegenüber. Jetzt hier aber die eben machen. Ja, Leute, wenn ich euch am Panzer so angucke,
BO2, keine Chance. Nein. Das ist allerdings wohl wahr. Ohne Emergency Team Operations. Hier durch die Tür, bitte. Mach mal auf, ja. Ich mach mal auf. Ja. Die Walze rennt. Oh, da ist ein. Da ist so ein Rolli. So ein Bumm. Wir haben uns noch nicht bemerkt. Ich halte auch. So. Nein, haben sie nicht. Darf ich? Olli? Ja, 3, 2, 1. Olli! Feuer nach eigenem MS. Feuer nach eigenem MS. Ich hab das auch schon mal gehört. Verbündeter getroffen. Lass den Miri mal allein. Warum? Guck mir das Ganze nur an. Ich mach das schon. Mach das schon. Warum? Keine Mohn mehr, oder? Ich war mit den Mohn, was denn los? Hat ihre Klammer hinten verzacht, oder was? Ich war mit den Mohn. Zum Abfangen. Ich unterstütze euch. Moment. Schade nach. Hat der was von Abfangen gesagt? Muss mal eben kurz gucken, ob ich nicht doch eventuell eine andere Schrott finde. Aber die hat über 200.000 Schaden. Ich sammle mal alle. Alles andere ist zu schwach. Heißt, wir behalten die. Das ist schön. Man kann ja hier überall reingehen. Wollen Sie sich denn da? Schön. Da überall reinlatschen können, da freuen sie sich doch. Ja, ich kann sich alles angucken. Hier ist Großraumbüro hier. Nein. Ich glaube, in so einem Büro würde sich auch der Stromberg wohlfühlen. Haben sie alles? Haben sie alles? Wollen wir mal auf die Straße gucken, was da los ist? Kommt sofort jemand. Ich will mal am Fenster gucken, aber ich kann da nichts sehen. Da ist alles so voll gewuchert. Können wir weitergehen? Können wir. Grillenzirpen. Zillengrirpen. Ich mach mal auf. Jetzt mach ich aber mal auf. So. Tada. Oh. Lift your spirit and raise your head, for you are the pride of the nation. Yeah. Oh! The light of our torch finish. Das können Sie das übersetzen? Guck mal her. Ja. Oh. Ich habe mein Büro geöffnet. Oh, ein schönes Büro. Hier ist nämlich auch das elektronische Gerät. Was ist denn hier passiert? Ein Waffenkoffer. Man könnte meinen, wir wären nicht zur Mittagszeit im größten Bürogebäude der Welt. Also, wenn ich raten darf, eine Seuche biblischen Ausmaßes ist ausgebrochen und hat unser Land von der Karte getilgt. Warum siehst du immer alles so negativ? Schau mal. Ich sage einfach immer die Das finde ich immer so toll, wenn die da so. Ja, habe ich auch gekriegt. Biblischen Ausmaßes. Könnte ich auch sagen, ey. Im Kaufhof Gelsenkirchen hatte Don Hoxton gerade Stuhlgang biblischen Ausmaßes. Das ist ein Schlagzeug. Oh mein Gott. Das wäre geil, oder? Das hat doch mal eine Aussage. War was anderes als Berlin. Mistakes are human. It is how we carry ourselves that makes us worthy. Fehler sind menschlich. Komm, hörst du.
Mach mal die. Jetzt darfst du die Tür aufmachen. Komm. Du darfst auch mal so eine Tür aufmachen. Ein Riesen neben mir. Das ist keine Tür, das ist ein Tor. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Doch kein schlechtes Gefühl. Auch nicht. Wollt ihr die nächste auch aufmachen? Die da? Komm, ich mach auf. Ich hoffe, Sie sind um jeden Preis verstanden. Was wir hier erreichen, ist wichtig für unsere weitere Sicherheit. Ist der China? Ihr habt ungebetene Gäste. Ich beende den Feed. Ihr kennt die Befehle. Los an die Arbeit. Bams. Haben Sie das gesehen? Der hat Bams gemacht. Ja. Das sieht schon komisch hier aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist das, was mich gerade so komisch, so komisch werden lässt. Ja, mit wem hat der geredet, ne? Ja, der hat hier im Allgemeinen rumgequatscht, aber. So, was scheiße. Soll so Leute geben, ne? Viel wissen Sie, was das ist hier? Kommandozentrale. Ja, sieht aus wie bei der NASA. Special Operation. Gibt aber viel einzusammeln, ne? Ja, hier ist ein Schlüssel der Black Task. Sie haben doch einen Schlüssel der Black Task. Ich habe keinen Schlüssel der Black Task. Brauchst du einen? Ja, hier ist eine Kiste der Black Task. Ja, ich komme mal dahin. Da brauchen wir einen Schlüssel der Black Task. Glaube ich, habe einen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, warte mal, ich sammle mal eben ein, bevor sie da äumeln. Dann mache ich mal hier eben, weil sie haben noch viel jetzt hier gemacht. Und sagen Sie mal, wo das sein soll. Ganz oben drauf. Hier oben. Ja, genau. Hier, oh, ich sehe. Mach mal. Ja, wenn das geht. Oh, super, ja. Super. Haben Sie super gemacht. Haben wir den gekriegt? Da gucken Sie jetzt nach. Warte mal, ich guck auch mal nach. Vernünftiges haben. War nichts Besseres, ne? Nein, das ist das, was mich gerade so ein bisschen ärgert, weil... Ich glaube, wir müssen wirklich mal in die Dark Side. Nee, da können sie alleine hingehen. Nein, nein, da gehen wir zusammen. Ich halte auch ihre Hand fest. Dass sie alleine sterben. Keine Angst haben. Ach, wer redet denn hier von Sterben? Wir machen da alles nah da, nieder. Ja, auf jeden Fall. So sehen sie auch aus. So, ich habe keinen blassen Schimmer. Pentagon-Server erreicht, steht da. Wo ist der denn? Hier, hier. Ja, ich komm. Kommen Sie mal. Warte mal, hier ist noch. Das Geräusch. Hier ist der Main-Tank. Das da? Der Main-Tank. Oh! Oh Mann, die leckt mich am Arsch. Was denn? Ach, hier. Ja, ich habe nur gesagt, Serverzentrum ist immer viele Kabel und ganz viel Elektronik und ganz wenig Menschen. Und ganz viel Sicherheit. Eigentlich gucken sich mal die Kabel an hier. Boah. Da sind schon einige Rechner, wo ihre Daten gespeichert sind. Das glauben Sie mal. Ich hab schon wieder gesehen, dass hier so zwei Mundkisten stehen, ne? Da freuen Sie sich doch auf das nächste Bild, ne? Soll ich mal da drauf? Ich weiß nicht. Wir können ja zurückgehen. Komm, wir gehen wieder zurück. Vorbei mit zurückgehen. Die Tür war gerade auf. Na super, jetzt für sie. Nicht aufmachen! Warum machst du denn die Tür auf? Ja, warten Sie, ich mach wieder zu. Kannst du nicht mehr zumachen. Komm zurück. Ihr seht schon, da laufen so ein paar Idioten rum. Echt? Aber das machen wir beim nächsten Mal. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Ciao.